Jetzt geht es aber um dieses gute Stück hier, beziehungsweise drei davon. Jedenfalls geht es bald um die. Wer 2017, 2018 dabei war, kann sich noch daran erinnern, vielleicht, dass die da noch ganz anders aussehen, aus Metall waren, auch schwere Dinger. Die hier sind nicht mehr ganz so schwer, aber auch hübsch mit Adler. Bilder hat man, glaube ich, auch schon gepostet, aber wer es noch nicht gesehen hat, ja, das ist das Objekt der Begierde des heutigen Abends. Da steht sogar Wissenschaft drauf. Die anderen beiden Kategorien muss ich gleich noch auspacken hinten. Wir hatten gerade noch ein paar Sachen zu regeln hier. Aber ich habe auch gleich ein bisschen Pause. Bevor das aber jetzt losgeht, noch ein paar Sachen hier zur Konferenz. Ein bisschen was muss ich hier noch durchfunken. Punkt 1 wäre Hanfmuseum. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon drüben war. Die Konferenzteilnehmer haben ja freien Eintritt, das ganze Wochenende schon seit Freitag. Morgen gibt es dann nach Ende der Kanoko noch eine Führung drüben, auch kostenlos. Also wer dann noch kann, sozusagen, geht mal rüber. Das ist direkt um die Ecke hier, über die große Straße drüber auf der anderen Seite. Können wir mal kurz googeln, Hanfmuseum. Ne? Das ist wirklich hier in einmal über die Straße, dann seid ihr da. Das ist wirklich lohnenswert für Leute, die noch nicht da waren. Dann noch so ein Grundsatzdurchsage sozusagen. Wir haben diese Konferenz hier subventioniert mit Weihnachtsspenden, wie wir das angekündigt haben zur Weihnachtsspendenkampagne. Dieses Jahr war ja klar, weiter Schwerpunkt Legalisierung durchsetzen in Bezug auf die Landtagswahlen, insbesondere Bundesrat. Da sind wir noch nicht ganz durchgedrungen sozusagen. NRW war so ein kleiner Dämpfer. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt noch vorwärts kommen. Und der andere Punkt war eben tatsächlich Eckpunktepapier und die Legalisierung begleiten in allen Details, die da kommen, dass das möglichst konsumentenfreundlich wird und so weiter. Ihr habt es ja alles mitgekriegt, jetzt dafür seid ihr ja hier. Einer unserer Schwerpunkte finanziert durch Weihnachtsspenden. Wir machen hier ansonsten Verluste. Ja, also ohne eure Weihnachtsspenden wäre das hier so nicht möglich gewesen, muss man ganz klar sagen. Also das können wir auch so aus dem normalen Budget nicht machen. Die Ticketpreise sind nach oben sehr begrenzt. Ja, also das tut schon weh als Privatperson, sonst fährt man oft irgendwie beruflich vielleicht auf Konferenzen oder der Arbeitgeber zahlt das oder so. Aber hier ist das eben schwierig. Und mit Sponsorensuche ist auch schwierig. Ja, wenn wir ein paar große Sponsoren hätten, wäre das natürlich auch easy. Ja, dann würden wir vielleicht wirklich überlegen, ob wir wieder anfangen, jedes Jahr Kanoko zu machen. Weil also ich glaube, ich und alle meine Kollegen, wir hatten hier wieder wirklich Spaß und würden da vielleicht sogar gerne weitermachen. Obwohl natürlich auch viel Arbeit ist auf dem Weg hierher, bis alles so ist, wie es jetzt hier ist. Aber finanziell ist das schwierig. Umso interessanter oder umso erwähnenswerter ist natürlich, dass wir tatsächlich doch noch einen Sponsor haben hier, nämlich die Sanity Group, die diese ganzen Y-Marken hat. Ja, dieses Y und Away und Viamed, ihr habt sie hier vorne gesehen draußen. Und das waren tatsächlich die Einzigen, die dieses Jahr gedacht haben, ey, das ist eine gute Idee, diese Veranstaltung zu sponsoren, auch wenn das nicht kein B2B-Event ist, wo große Deals irgendwie winken, ja, mit anderen Firmen, irgendwelche neuen Geschäfte oder so und auch keine Messe, wo Tausende von Leuten rumlaufen, die man da erreicht mit irgendwelchen Werbegeschichten. Von daher vielen Dank an der Stelle an die Sanity Group. Ja, und wenn ich das richtig sehe, war das jetzt schon alles? Das heißt, jetzt geht es schon los. Wir fangen mit Wissenschaft an, dann kommt Aktivismus, dann Politik. Und ich mache die Erläuterung nicht selbst, jedenfalls nicht alle. Wissenschaft mache ich nicht, dafür hätte ich gerne jetzt den Gerrit Kamphausen nochmal auf der Bühne, um euch zu sagen, wer den Hanfadler 2022 Kategorie Wissenschaft bekommt. An alle nochmal hier, die dieses Gerät hier händeln, nur am Sockel anfassen. Ja, da anpacken steht auf der Packung drauf da. Ich habe sie gerade ausgepackt, da steht ganz groß, nur am Sockel anpacken. Also, ja, wisst ihr Bescheid. Wir können euch das nachher wieder einwickeln in das ganze Schutzfoliengedöns. Und jetzt sind wir mal gespannt. Hallo, ich bin
bin Gerrit und ich habe tatsächlich noch die Ehre, eine kleine Laudatio zu halten heute. Und das mache ich auch sehr gern und zwar allemal lieber als zum Beispiel einen Nachruf oder so. In einem Ernst, unsere heutige Person, die wir hier ehren wollen, hat diesen Bong oder was es ist, tatsächlich menschlich und fachlich verdient. Menschlich sowieso, ist verständnisvoll, hilfsbereit, großzügig durchaus auch manchmal. Und fachlich allerdings erst recht. Und da gebe ich euch einen kurzen Überblick, was es da alles so gibt, wie es dazu kommt, dass dieser Mensch heute diesen schönen Hanfadler bekommt zum Thema Wissenschaft. Und das geht tatsächlich schon los mit der Doktorarbeit, trägt den Titel Cannabis in Jugendkulturen. Und das ist schon ein Weilchen her. Damals war das tatsächlich noch linksradikal, subversiv. Das ging gerade erst los mit der echten Cannabis-Forschung. Er ist da tatsächlich auch Wegbereiter selbst. Hat dann weitergemacht mit mehreren großen und sehr vielen kleinen Projekten. Nennenswert zum Thema Cannabis ist sicherlich das Monitoring-System Drogentrends in Frankfurt, in dem jedes Jahr Fragen zu Cannabis und Jugendlichen enthalten sind. Die letzten Jahre war das Thema ein bisschen in den Hintergrund gerückt, zugunsten von E-Zigaretten, von NPS und Ähnlichem. Jetzt aber ausgegebenem Anlass, in der aktuellen Befragung ist es schon wieder stärker vertreten, in den nächsten Jahren dann natürlich auch. Weitere bezüglich Cannabis, die Forschung, die wir gemacht haben. Relativ noch nicht so lange her ist Cannabis als Medizin in Frankfurt am Main. Es war ein kleines, recht kurzfristig angesetztes Projekt, bei dem es darum geht, die Ärzte in Frankfurt zu sensibilisieren für Cannabis-Patienten. Und da haben wir Interviews gemacht mit Patienten, die selbst Medikation machen, die vielleicht auf Rezept kriegen, aber selbst Zahler sind. Und es war tatsächlich ein sehr bedrückendes und belastendes Projekt, weil wir da die kompletten Lebensgeschichten erfahren haben von den Menschen, die nicht nur unter den Krankheiten leiden, sondern tatsächlich auch nicht nur trotz, sondern halt sogar deswegen noch richtig nachgetreten wird. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Also wir hatten Interviews, die wirklich ans Mark gingen. Und ich kann mich an ein Interview speziell erinnern, wo ich ins Büro kam und Bernd, unser Laudatio, der die Laudatio hier erhält, tatsächlich ein bisschen aufgelöst war, weil es echt alles sehr mitnehmen war. Für uns ist das ein Ansporn, weiterzuarbeiten, nicht nachzulassen, uns nicht zufrieden zu geben mit ein bisschen Gerede über ein bisschen mehr Gerechtigkeit, sondern tatsächlich diese Debatte zu verlagern auf Recht und Unrecht, schrittweise, beharrlich. Das gab es schon einmal, es hat 20 Jahre gedauert, bis die Entschuldigung kam. Ich denke, wir schaffen es diesmal in 10. Ich denke, auch Bernd wird weiter daran mitarbeiten. Ja, und das letzte Projekt, was dann noch erwähnenswert ist, das war Cannabis und Corona in 2 Teilen. Da haben wir auch auf Bernds Initiative noch ein bisschen was Neues versucht. Und zwar gab es ja die große Sorge, dass wegen Corona so viel mehr konsumiert wird. Und das hat sich auch teilweise bestätigt. Nur wir hatten halt die schöne Idee, wir haben halt mal gefragt, wie es den Leuten so damit geht und hatten tatsächlich das überraschende Ergebnis, dass auch, ja, ich glaube ungefähr ein Viertel war es, dann überhaupt keine Probleme damit haben, dann auch mal für einen Zeitraum durchaus deutlich mehr zu kiffen. Und ich denke, Bernd wird weiter dafür sorgen, dass es weiter solche Forschung gibt, noch eine ganze Weile. Ja, und ich denke, dann hast du deinen Bon auch verdient. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Gerrit, auch für die schöne Laudatio. So ein paar Notizen habe ich mir auch gemacht für den Fall, dass, also ich habe da so eine Andeutung gehört, dass ich möglicherweise diesen Preis kriegen könnte. Und da fange ich jetzt mal noch weiter in der Geschichte an, nämlich bei dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 1994, also das ist jetzt 28 Jahre her. Damals gab es schon mal so eine kleine Aufwallung der Legalisierungsbewegung und da fing das bei mir eigentlich auch an, dass ich damals auch öfter auf Demos mit dabei war. Darmstadt war damals so ein bisschen auch so ein kleines
kleines Zentrum der Bewegung, wo öfter was stattgefunden hatte. Und wir sind ja in Frankfurt ansässig, da war es eben auch nicht so ganz weit. Und damals, naja, also einerseits gab es da zwar schon so ein bisschen die Hoffnung, dass sich da vielleicht was tun könnte in Richtung Legalisierung. Andererseits schien das jetzt doch recht weit weg. Jedenfalls habe ich nicht daran gedacht, dass ich jetzt mal hier stehen würde und dass wir tatsächlich die Modalitäten der Legalisierung diskutieren. Andererseits habe ich auch nicht gedacht, dass es 28 Jahre dauern würde. Also ja, zur selben Zeit fing das dann an, dass ich während meines Studiums so erste Seminare zu Drogenthemen besucht habe und mich mehr dafür angefangen habe zu interessieren. Da möchte ich auch nochmal Henna Hess erwähnen, der damals derjenige war, der mich mehr oder weniger auf das Thema gebracht hat und dann auch mein Doktorvater wurde. Und Gerrit hat es ja schon erwähnt, meine Dissertation habe ich dann eben auch über Cannabis in Jugendkulturen geschrieben. Wen es interessiert, der kann das Buch auch immer noch kaufen. Das war jetzt der Werbeblock. Ja, und den Rest ja, hat im Grunde genommen Gerrit ja auch schon berichtet, was wir dann so über die Zeit gemacht haben, uns eben nicht nur mit Cannabis, sondern auch mit anderen Drogen, NPS etc., auch mit Drogenkleinhandel und so weiter beschäftigt, in wechselnden Projekten. Und irgendwann fing dann auch das drogenpolitische Engagement an mit dem alternativen Drogen- und Suchtbericht. Da war vor allen Dingen Heino Stöver eine treibende Kraft, das in die Welt zu setzen. Aber wir haben von Anfang an da tatkräftig mitgewirkt. Da möchte ich auch nochmal Gerrit hervorheben, der da viel Redaktionsarbeit geleistet hat. Und dann eben auch der Schildower Kreis, wo mein Doktorvater auch Gründungsmitglied war. Ich glaube, wie Georg auch, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Und mittlerweile bin ich da eben auch Sprecher. Und dadurch kam dann auch mal so die Erfahrung, dass man, wenn man irgendwo mal so als Experte gekennzeichnet ist, also vorher war das bei NPS der Fall und in dem Fall jetzt eben auch Engagement für Legalisierung etc., dass das irgendwann zum Selbstläufer wird, dass Journalisten halt auch ständig voneinander abschreiben und dann immer wieder bei einem anrufen und zu diesem Thema gefragt wird, was ich natürlich sehr gut finde, weil ich gerne meine Meinung dazu abgebe. Insbesondere seitdem letztes Jahr die Diskussion um die Legalisierung ja so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ja, wegen der ganzen Forschung, die wir ansonsten, die so unser Brotjob ist sozusagen, können wir uns jetzt aber eben nicht, kann ich mich jetzt nicht irgendwie Vollzeit damit beschäftigen, habe sozusagen immer nur ein sehr begrenztes Budget. Das geht übrigens den meisten anderen Leuten im Schildower Kreis auch so. Das unterscheidet uns auch vom Hanfverband, in dem die Lobbyarbeit ja mittlerweile komplett professionell betrieben wird. Umso mehr freue ich mich aber, dass ich jetzt tatsächlich mir anscheinend diesen Preis verdient habe. Vielen Dank dafür und ich finde es wirklich also ganz wichtig, dass Leute aus der Wissenschaft, Leute aus der Medienwelt, Leute von Organisationen wie dem Hanfverband, aber vor allen Dingen auch die ganzen Leute, die jetzt hier sitzen, die sich privat und vielleicht auch nicht ganz so privat dafür einsetzen, anscheinend jetzt wirklich mit dazu beitragen, dass es endlich was wird mit der Legalisierung. Vielen Dank. Ja. So, Moment, ein Wort noch. Ein Wort noch. Georg hatte mich vorher gefragt, ob ich mich möglicherweise damit anfreunden könnte, diesen Preis zu bekommen und ob das vielleicht irgendwie berufliche Gründe dagegen geben könnte. Dann habe ich gesagt, naja, mittlerweile wissen eh alle, was ich für eine Meinung habe. Da nehme ich auch sehr gerne diesen Preis an. Danke. Damit hat Bernd auch schon nochmal einen Punkt betont, warum er wirklich den Preis verdient hat, weil er eben zu den Wissenschaftlern gehört, die da kein Blatt vor den Mund nehmen mit ihrer Meinung. Da gibt es auch einige Forscher, Wissenschaftler, die in dem Bereich unterwegs sind, die zum Beispiel, weil sie auch Aufträge, Forschungsaufträge vom Gesundheitsministerium kriegen oder anderen staatlichen Stellen, auch von städtischen Stellen vielleicht, nicht so wahnsinnig geradeaus sind mit ihrer Meinung und da lieber sich neutral halten, obwohl sie eigentlich intern privat für die Legalisierung sind. Bei Bernd ist das ganz anders, immer geradeaus, immer Anti-Prohibition, immer für Legalisierung. Ja, das fand ich unter anderem beeindruckend bei Bernd.
Aber eben auch alles mögliche andere, was er so macht. Schildower Kreis, alternativer Drogen- und Suchtbericht, ist ja auch schon genannt worden. Lauter Dinge, wo ich denke, dass das ohne Bernd so nicht stattfinden würde letztendlich. Und wichtige Impulse sind aus dem wissenschaftlichen Bereich. Also da ist er insgesamt mit allem, was so passiert, ja, oder ihr habt auch schon öfter mal vielleicht in News und bei uns auf den Social-Media-Kanälen irgendwelche Studien mitbekommen, wo wir dann sagen, ey, hier eine Umfrage unter Growern oder Konsumenten über dies und jenes, ja, macht das. Ja, das ist vertrauenswürdig, das kommt vom Bernd, da kann man sich drauf verlassen, ja, da wird kein Schindluder mit den Daten getrieben, ja, wunderbar. Also, ich freue mich, dass wir uns entschieden haben, Bernd den Preis zu geben, ja, wunderbar, verdiente Sache. So, haben wir noch so einen, ne? Aktivismus steht da drauf. Und auch da werde ich euch nicht verraten, in welche Richtung der geht, wer den bekommt, sondern das macht mein Kollege Florian Rister. Ja, vielen Dank, Georg. Erstmal schön, dass wir Bernd Werse diesen Preis verleihen konnten. Ich war selber Proband schon mal bei ihm in der Studie. Das hat große Freude gemacht. Insofern, ja, danke, dass du hier bist und diesen Preis angenommen hast. Ja, seit vielen Jahrzehnten schon kämpfen in Deutschland Menschen für die Legalisierung. Das war eine lange Zeit, auch schon bevor ich in diesem Thema aktiv wurde. Der Weg, den wir insgesamt gegangen sind als Szene, war kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Wir haben einen langen Lauf gehabt, haben vieles erlebt in dieser Zeit. Und die Frau, die wir heute ehren wollen als Aktivistin des Jahres mit dem Hanfadler hier, die hat das mitgemacht für lange Zeit und das unter erschwerten Bedingungen. Sie hat Mitte der 70er Jahre bereits als Schulkind nach Einnahme von Medikamenten eine zerebrale Bewegungsstörung erlitten, die sie in ihrem Sprech- und Bewegungsapparat eingeschränkt hat, unter der sie seitdem gelitten hat, die zu einer Versteifung von Muskeln und Gelenken geführt hat und ja, allgemein das Leben erschwerte. Die Ärzte suchten lange nach einer klaren Diagnose, es war lange unklar für die sich schleichend verschlechternden Symptome. Und dabei wurde auch Parkinson diskutiert und weil Parkinson und medizinisches Cannabis nun durchaus eine bekannte Verbindung irgendwie sind in der Öffentlichkeit und auch damals schon viele Menschen darüber berichteten öffentlich, dass Cannabis bei Parkinson helfen kann, kam sie eben auf die Idee, das auszuprobieren und hat durch eigene Erfahrungen gemerkt, okay, das kann ihr helfen. Ein Arzt verkündete ihr damals gar, in wenigen Jahren werden sie einen Rollstuhl brauchen, ein anderer glaubte nicht daran. Eine Lösung fand jedoch letztendlich keiner. Nur Cannabis schien eine Linderung der Symptome zu bringen und eine, ja, Lebensfähigkeit herzustellen. Sowohl gegen die Schmerzen als auch für mehr Beweglichkeit, gegen die Spastiken, gegen die Verkrampfungen. Das ist bis heute so und dank Hanf ist sie bis heute auf den Beinen und bis heute mit uns hier auf Demonstrationen in dieser Szene aktiv. Aber politisch ging es ihr nie ausschließlich um medizinisches Cannabis. Ganz grundsätzlich konnte sie das Verbot von Cannabis nie verstehen und auch nicht akzeptieren. Frei nach dem Motto, man müsste da eigentlich mal was machen, jetzt machen wir was, gründete sie dann im Jahr 2003 zusammen mit Sokrates Zacharopoulos die Hanfinitiative Frankfurt am Main. Erfährt von der Existenz des Deutschen Hanfverbands, der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, ENCORD, der European Coalition on Just and Effective Drug Policy, sowie dem Hanfmuseum und der Hanfparade Berlin. Erfährt, es gibt eine Szene, es gibt Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Man muss wissen, damals war die Hanfszene in Deutschland sehr, sehr schwach aufgestellt, sehr klein. Das, ich sag mal, High nach der 1994er Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur geringen Menge war abgeklungen. Es gab einen Spiegel-Leitartikel, die Seuche Cannabis, die in den bundesweiten Medien einen ganz klaren Trend setzte, nur noch über Psychosen und Gefahren für Jugendliche zu sprechen. Es gab also gefühlt kaum noch öffentlich positiven Diskurs zu Cannabis. Und während Ende der 90er Jahre noch in diversen deutschen Städten aktive Gruppen zum Thema Cannabis gearbeitet hatten, gab es Anfang des Jahrtausends eigentlich nur noch in Berlin eine wirklich offen agierende Gruppe. Dank ihr änderte sich das. Seit 2003 gibt es jedes Jahr einen Global Marijuana March in Frankfurt. Anfangs als kleine Treffen an der Taunusanlage, später mit Lautsprecherwagen und hunderten Teilnehmern. Auch für mich persönlich wurde die Hanfinitiative Frankfurt zur ersten hanfpolitischen Heimat und unsere Preisträgerin hatte großen Anteil daran, mir die Selbstsicherheit zu geben, auch mich mit dem Thema Cannabis offensiv und öffentlich auch zu widmen.
Viele Leute können das nachvollziehen. Damals herrschten große Ängste und sie war sehr offen, sehr offensiv, hat immer klar kommuniziert und mir insofern auch viele Ängste genommen. Ja, es gab gemeinsame Fahrten zur Hanfparade in Berlin, zu Treffen von Encod, nach Amsterdam, nach Tschechien. Es gab einen guten Kontakt zur Grünen Hilfe in Hessen und auch zum Deutschen Hanfverband, zum OTMOB in Hannover, zu Cannabis Colonia in Köln. Beides Organisationen, die heute leider schon Geschichte sind, aber die eine Zeit lang hier in Deutschland eine Rolle spielten. Und wir waren beim ersten öffentlichen Smoke-In in Amsterdam in Europa. Das erste Mal, dass in Europa wieder Menschen öffentlich Cannabis konsumiert hatten, konnten wir gemeinsam in Amsterdam eben genießen, wie Menschen sich öffentlich unter den Augen der Polizei einen Joint anzündeten. Und heute ist das ja auch in Berlin Realität. Wir sehen das auch heute hier. Und insofern war das ein Moment, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird, wie wir gemeinsam damals das in Amsterdam erlebt haben. Gegründet wurde die Hanfinitiative lange bevor es eine DHV-Ortsgruppe gab. Damals gab es keine einzige regional aktive Gruppe des Deutschen Hanfverbands. Heute haben wir über 20 im ganzen Land. Dennoch war die Hanfinitiative immer in guter Zusammenarbeit mit dem DHV. Es gab immer Kooperationen. Wenn aktuelle Kampagnen liefen, gab es da immer eine gute Zusammenarbeit. Und auch ich selber habe das damals so erlebt, dass wir einfach eine gute Unterstützung damals vom DHV hatten. Und bis heute ist das so geblieben. Ja, wir haben unter anderem auch das einzige Public Viewing organisiert zur Millionärswahl damals. Der Deutsche Hanfverband hat 1 Million Euro gewonnen. Viele erinnern sich vielleicht noch im Internet. Und damals gab es in Frankfurt eben ein Public Viewing, wo fremde Leute hinkommen konnten. Wir gemeinsam das gesehen haben und uns dann am Ende tatsächlich weinend in den Armen lagen, als es geklappt hatte. Auch die parlamentarische Arbeit lag ihr aber stets am Herzen. Sie wusste immer, es gibt auch den parlamentarischen Weg. Wir müssen auch in den Parlamenten vertreten sein. Und 2006 ließ sie sich für die Linkspartei in den Ortsbeirat 9 in Frankfurt wählen und nahm dort an zahlreichen Sitzungen des Gesundheits- und des Sozialausschusses der Stadt Frankfurt sowie verschiedenen Diskussionsveranstaltungen teil. Und im Jahr 2014 konnte sie dann sogar mit ihrer Fraktion gemeinsam einen Antrag für ein Hanflabyrinth im Grüngürtel an der Autobahn stellen, der für einige Furore sorgte, aber leider letztendlich nicht angenommen wurde. Weiterhin gab es dann 2016 einen Antrag auf legale Cannabis-Verkaufsstellen als Modellprojekt. Das war die Zeit, als in vielen deutschen Städten Modellprojekte für Cannabis-Abgabe beantragt wurden. Auch das wurde leider in Frankfurt abgelehnt. Die FDP warf ihr gar daraufhin vor, sie würde persönlich Werbung für Drogen machen. Heute ist diese Partei mit in der Ampelkoalition und beschließt die Legalisierung. Also auch hier sehen wir schön, wie sich die Zeiten geändert haben seitdem. Ja, wie gesagt, beide Anträge wurden letztlich abgelehnt, unterstützten aber doch den vielleicht für einige bekannten Diskurs über den Frankfurter Weg, auch für Cannabis. In Frankfurt wurde schon seit den 80er Jahren versucht, einen anderen Weg im Umgang mit Drogenpolitik zu gehen. Stichwort Heroin, Echtheroinvergabe, Methadonprojekte, Nadeltauschen etc., Konsumräume für Konsumenten. Und insofern gab es da auch eine anknüpfungsfähige Debatte in der Politik für Cannabis. Können wir nicht auch für Cannabis lokal, regional hier in unserer Stadt einen anderen Diskurs finden? Und an dieser Debatte hat sie sich immer sehr aktiv beteiligt und konnte da einige Menschen auf unser aller Anliegen aufmerksam machen. Ja, manche von euch wissen jetzt schon, gemeint ist, bis heute ohne Rezept, aber mit Rückgrat, Mut und politischem Selbstverständnis. Von daher bitte einen ganz herzlichen Applaus für Ingrid Wunn. Erstmal danke, Flo. Das war ein wunderbarer Abriss der letzten 20 Jahre. Wie ihr euch sicher alle vorstellen könnt, ich mag Mikros nicht. Deswegen nur ein paar kurze Sätze.
Von Anfang an, seit der Gründung, haben wir von Handverband, damals von Georg, die Unterstützung gekriegt, die wir brauchten. Es war auch nie ein Problem, dass wir keine Ortsgruppe wurden. Auch dafür bedanke ich mich. Und natürlich den Dank für den Hanfadler, denn das hatte ich wirklich nicht erwartet. Ja, als mich der Flo anrief und das mir ankündigte, habe ich gedacht, tja, soll ich das jetzt als krönenden Abschluss meiner Aktivistinnenlebens nehmen? Habe ich, ja, kurz, dann war für mich klar, das ist eine Aufforderung, weiter zu nerven. In meinem... In meiner Partei, die hat es nötig. In den Parlamenten, die haben es noch nötiger. Und in den Ausschüssen, die müssen aufgeklärt werden. Also keine Zeit für Ruhestand, Zeit für Legalisierung. Das Ende hat prima gepasst, da muss ich nochmal an Bernd denken, weil da habe ich auch kurz überlegt und mit ihm ein bisschen rumgeplänkelt, ob er noch andere Ziele im Leben hat als den Hanfadler, ja, da er da noch einen Sinn übrig hat und nicht jetzt völlig ziellos durch die Welt irrt, weil irgendwie alles erledigt ist. Aber ja, ich glaube, Bernd macht auch weiter. Ich danke mich auch nochmal bei Ingrid für die vielen Jahre Aktivismus. Wir haben viele Aktivisten hier, weiß nicht, ob man jemals alle wichtigen Leute durchkriegen kann, ja, wenn wir jedes Jahr einen Aktivistenpreis verteilen, ich glaube es nicht. Aber Ingrid hat sicherlich einen Hanfadler verdient, der übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon erwähnt habe, von Ehle ist. Insofern ist das gar nicht so abwegig gewesen, dass jetzt einige gedacht haben, das ist eine funktionsfähige Bon. Na, also ist es zwar nicht, aber... man weiß, wo es herkommt. Und ich wollte auch nochmal hier den Hinweis im Original zeigen. Ja. Bitte nur am Marmorsockel anpacken. Also es ist mit Gebrauchsanweisung auch noch. Ne? Jetzt sind wir bei der Politik. Und wir hatten jetzt ein paar Mal Preisträger in der Politik, die nicht mehr so richtig aktiv waren. Ja. Das ist immer so schwierig, von denen jemanden zu nehmen, die jetzt gerade so unterwegs sind. Ja. Also gestern Abend waren ja zum Beispiel auch ein paar Kandidaten da, wo man, ja, da haben andere und die Leute gesagt, das ist ja wie Obama am Ende. Ne. Kriegen die einen Friedensnobelpreis und am Ende machen sie irgendwelche Sachen, die da nicht so richtig dazu passen. Ja. Kann man nicht, ist schwierig, das zu tun. Ne. Am Ende, was weiß ich, ist das bei denen so, dass die dann auf einmal aufhören? Haben sie den Handwadler? Ja. Ne. Und dann auf einmal machen die nichts mehr oder so. Wir hatten einmal den Frank Tempel von Linken dabei, der dann wieder in den Polizeidienst gegangen ist und unseren Hanfadler dann irgendwie auf seinen Schreibtisch gestellt hat, da bei der Polizei. Fand ich zum Beispiel super. Letztes Mal Christian Ströbele, 2018. Auch ein schönes Event. Alter Herr, der das auch für das Lebenswerk auf jeden Fall verdient hat. Und diesmal haben wir was dazwischen, sozusagen. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich da alles erzählen soll. Habe ich auch überlegt, so, erstmal, wen kann man vielleicht fragen, der die Laudatio macht? Da sind die eigenen Parteikollegen, kann man irgendwie nicht machen, ja. Irgendwie jemand aus seiner eigenen Partei da irgendwie lobt, ja, das ist irgendwie bescheuert. Die Leute aus den anderen Parteien, das ist auch erst recht bescheuert, ja. Kann man auch nicht machen. Also die überhaupt wissen, was so eine Person dann überhaupt da alles so macht. Bleib also ich zum Beispiel übrig, der das auch mitgekriegt hat, was eine Person so macht. Und dann sind das aber diese ganzen Details, ja, die man so erlebt über die Jahre in der Zusammenarbeit irgendwie, das, was relativ langweilig ist zu erzählen eben so, ne, dass man irgendwie guten Kontakt hat, dass
man sich gegenseitig vielleicht mal hier und da berät so ein bisschen und so oder sich aufeinander bezieht und so weiter. Einmal zum Beispiel kann ich mich erinnern, hat er Lobbyisten eingeladen zum Sommerfest, also ist schon mal ein Herr, ne, wisst ihr schon mal Bescheid. Und wer war da? Ihr wartet jetzt vielleicht so, hohe Firma XY und so weiter. Ne? Lauter Menschenrechtsaktivisten waren da und Migrationsorganisationen und so, also wirklich die Guten, sag ich mal. Ja, nichts mit Kapitalismus. Ich war der Kapitalist, wenn überhaupt, dann da in dem Laden irgendwie. Also, das war schon insgesamt eine gute Erfahrung. Aber wie gesagt, ja, das ödet euch an, wenn ich da jetzt irgendwie weiter erzähle und von wegen Antrag XY, ja, irgendwie, der sich dann auf unsere Vorlage bla bezogen hat oder so. Insofern spare ich mir das und zeig mal ein Video und verfatz mich hier und lass den Kollegen selbst reden. So, und jetzt Nima Mofassat von den Linken. Best of. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Cannabis ist kein Brokkoli. Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Auf diesem Niveau argumentieren Drogenbeauftragte der Bundesregierung, wenn sie gefragt werden, warum Cannabis verboten ist. Sie haben keine Argumente mehr für ihre Verbotspolitik und deshalb ist es an der Zeit für eine neue Cannabispolitik in diesem Land. Für ein Ende der Verbotspolitik gibt es viele gute Argumente. Ich möchte Ihnen heute 3 Stück nennen. Erstens, wenn ich hier in meiner Tasche ein paar Gramm Cannabis hätte, dann wüsste ich nicht, ob das so heftig wirkt wie eine Flasche Schnaps oder so harmlos ist wie ein Radler. Denn auf dem Schwarzmarkt wissen wir nicht, welchen THC-Gehalt wir kaufen. Wir wissen nicht, ob da Blei oder Haarspray drin ist. Das Verbot gefährdet die Gesundheit der Konsumenten, weil sie nicht wissen, was sie auf dem Schwarzmarkt bekommen. Eine Legalisierung ist ein echter Beitrag zum Gesundheitsschutz. Zweitens. Wir haben einen Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, die Selbstbestimmung. Wir dürfen selbst über unser Leben entscheiden. Deshalb darf man Zigaretten rauchen, obwohl jedes Jahr 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben. An den Folgen von Cannabis ist bisher niemand gestorben. 0 Tote durch Cannabis. Das Selbstbestimmungsgebot gebietet, Cannabis zu legalisieren. Drittens, das Cannabisverbot ist krachend gescheitert. Es verhindert nicht, dass Menschen Cannabis konsumieren. In jedem Pusemuckeldorf in Deutschland kriegen sie Cannabis. Bis zu 4 Millionen Menschen konsumieren Cannabis. Wenn ein Verbot die Gesundheit gefährdet, die Selbstbestimmung verletzt und dann noch nicht mal funktioniert in der Praxis, ja, dann muss es logischerweise weg. Die einen trinken ein Feierabendbier, die anderen rauchen ein Feierabendjoint. Was ist das Problem? Jetzt haben Sie eine Präventionskampagne gestartet, Frau Ludwig. Ich finde es richtig, Jugendliche über die Gefahren von Drogen aufzuklären. Aber Aufklärung funktioniert nicht, wenn man den Menschen Angst macht. Jährlich werden 12.000 Jugendliche im Zusammenhang mit illegalen Drogen verurteilt. Was soll das für eine Prävention sein? Vor allem aber bedeutet Neustart in der Drogenpolitik, Cannabis endlich zu legalisieren, und zwar staatlich reguliert mit klaren Anbau- und Verkaufsregeln. Und deshalb werden wir als Linke heute dem Gesetzentwurf der Grünen zustimmen, auch wenn wir Kritik haben, denn wir als Linke wollen ein eher nicht profitorientiertes Modell in Form von Cannabis Social Clubs. Weil es hier jedoch im Hause bisher keine Mehrheit für eine Legalisierung von Cannabis gibt, haben wir als Linke einen Antrag für eine Entkriminalisierung gestellt. Wir wollen damit eine Brücke bauen für alle, die zwar eine andere Drogenpolitik wollen, aber noch nicht so weit sind, für die Legalisierung zu sein. Liebe SPD-Fraktion, Sie haben ja im Februar ein ganz gutes Positionspapier verabschiedet, in welchem Sie die Entkriminalisierung gefordert haben. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage von mir hat jetzt die Bundesregierung gesagt, sie würden die Forderungen in ihrem Papier gar nicht mehr verfolgen. Sie können heute zeigen, dass Sie Ihr Positionspapier ernst nehmen, indem Sie unserem Antrag zustimmen. Und Richtung FDP sage ich, Sie inszenieren sich ja als Legalisierungsbefürworter. Aber im Gesundheitsausschuss, und das haben Sie heute auch wieder angekündigt, haben Sie gegen unseren Antrag gestimmt. Sie können doch nicht ernsthaft wollen, dass Cannabiskonsumenten in diesem Land weiter bestraft werden. Hier gibt es im Wesentlichen 2 Probleme. Erstens ist der aktuelle THC-Grenzwert im Straßenverkehr so niedrig, dass er Tage nach dem letzten Konsum noch überschritten werden kann, obwohl wissenschaftlich bewiesen gar keine Rauschwirkung mehr vorliegt. Selbst der Deutsche Verkehrsgerichtstag
und die Grenzwertkommission des Bundesverkehrsministeriums. Beides nun wirklich keine Cannabis-Lobby-Organisation sagen, so geht es nicht weiter. Und zweitens kann die Fahrerlaubnis auch entzogen werden, wenn man mit Cannabis in der Tasche erwischt wird, ohne dass man überhaupt Auto fuhr. Ja, das ist in etwa so, als ob man mit ein paar Flaschen Bier spazieren geht, angehalten wird und der Führerschein weggenommen wird und damit möglicherweise man auch noch seinen Job verliert. Es ist Zeit, diese Ungerechtigkeiten endlich. Ja. Niemand, wo was hat, bitte einmal auf die Bühne und Applaus. Dein Handwartler. 2022 nur am Marmorsockel anpacken. Ja, liebe Cannabis-Freundinnen und Cannabis-Freunde, erstmal vielen Dank für diesen wunderschönen Hanfadler. Ich werde mich bemühen, ihn immer nur am Marmorsockel festzuhalten, damit er mir lange erhalten bleibt. Jetzt habe ich schon gerade falsch gemacht das erste Mal. Ich glaube übrigens, das ist der zweite Preis in meinem Leben, den ich gekriegt habe. Der Preis, den ich vorher bekommen habe, der war, glaube ich, so, als ich 9 Jahre alt war, beim Kostümwettbewerb des Karatevereins. Also es ist schon eine Weile, her. Ja, ich wünschte mir natürlich, dass ich diesen Hanfadler heute bekomme und wir danach alle zusammen auf den Hof gehen und ganz entspannt unser Gras rauchen, was wir vorher in einem Fachgeschäft oder in einem Club besorgt haben. Das wäre sozusagen der Idealzustand gewesen. Der zweitbeste Idealzustand wäre gewesen, wir würden unten kiffen, die Polizei kommt vorbei, grüßt nett und geht weiter, weil es entkriminalisiert ist. Das wäre auch schon mal ein ordentlicher Fortschritt gewesen. Leider ist ja die heutige Situation so, dass wir zwar in der Theorie einen Koalitionsvertrag haben, der sagt, wir wollen Cannabis legalisieren, aber die praktischen Schritte noch nicht passiert sind. Weil es wäre ja relativ einfach gewesen, die Entkriminalisierung umzusetzen. Das wäre eine kleine Änderung im BTMG gewesen. Das hat die Ampel nicht gemacht. Das ist übrigens die Fortsetzung der Politik der FDP, ja, die sie ja im Bundestag schon zu meiner Zeit vertreten hat, wo sie gegen die Entkriminalisierung war. Das ist sehr bedauerlich. Und ich glaube, das zeigt eben auch, wie wichtig es ist, dass der Kampf weitergeht. Dass wir heute so weit sind, dass es überhaupt einen Koalitionsvertrag gibt, in dem die Legalisierung drinsteht, was ja schon ein Erfolg ist, das ist natürlich nicht aus dem Nichts gekommen. Das ist ein Ergebnis des Kampfes, den auch alle in diesem Raum mitgeführt haben. Ohne euch wären wir heute nicht da, wo wir schon sind, nämlich einen großen Schritt weitergekommen. Und jetzt darf man aber nicht nachlassen. Das ist auch ganz wichtig. Also ich glaube, jetzt zu sagen, es steht im Koalitionsvertrag drin, jetzt chillen wir ein bisschen und dann wird schon alles gut. Das wird nicht funktionieren. Der Druck muss ganz massiv bleiben, damit es wirklich am Ende wir eine Legalisierung haben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und da muss man die Ampel, glaube ich, auch wirklich zum Jagen tragen. Die werden das nicht von selbst machen. Da bin ich relativ sicher. Und vielleicht noch was Persönliches. Ich bin ja jetzt, mache ja jetzt nach dem Bundestag, bin ich ja im Referendariat, Rechtsreferendar hier am Kammergericht Berlin. Das heißt, ich gehe durch verschiedene Stationen. Ich war jetzt 3 Monate bei der Staatsanwaltschaft. Ich werde jetzt 3 Monate demnächst bei der Justiziariat der Berliner Polizei sein. Was ich aber jetzt sozusagen in der Justiz erlebt habe, wenn ich mit Staatsanwälten, Richtern und so weiter mal, kommt man nicht so oft, aber mal ins Gespräch kommt, dann ist es so, ich habe keinen erlebt, der mir gesagt hat, er findet es gut, dass BTM-Delikte strafbar sind. So, also da gibt es ganz viele, die sagen, es ist Quatsch, dass Cannabis strafbar ist. Also es gibt ganz viele, die sagen, das macht uns nur sinnlose Arbeit, die wir produktiver nutzen können, um zum Beispiel organisierte Kriminalität zu verfolgen, ja, Menschenhandel zu verfolgen, Straftaten zu verfolgen, die wirklich für Menschen gefährlich sind. Und das zeigt eben, die Politik schläft da, während in der Praxis viele sagen, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Also wir werden zusammen alle, denke ich, den Druck aufrechterhalten. Für mich ist das jetzt nicht das Zeichen, in politische Rente zu gehen, sondern weiter politisch aktiv zu bleiben, auch für die Legalisierung von Cannabis mich weiter einzusetzen. Das wird nötig sein, dass wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und in diesem Sinne, ja, wünsche ich uns gleich eine schöne Party und auf die Legalisierung bald. Dankeschön. Ja, in der Tat, deswegen sagte ich, irgendwas dazwischen, ja, jetzt nicht mehr so aktiv im Bundestag, im Moment jedenfalls, ne, macht da
seine Ausbildung weiter als der Superjurist, aber ist auch nach wie vor im Bundesvorstand der Linken und wer weiß, was wir noch alles zu sehen kriegen von Nima und welche Kämpfe für Legalisierung er noch so ausficht. Und ja gut, wenn er mit den anderen Drogen erledigt ist, dann mit Cannabis, dann macht man halt woanders weiter. Da hat wahrscheinlich auch Nima noch was zu tun. Mal sehen, wo wir uns dann in Zukunft dann wiedersehen. Jetzt fühlt ihr euch wahrscheinlich schon ein bisschen kaputt, aber ich fürchte, wir werden auf dieser Konferenz nicht mehr frischer zusammenkommen, als wir jetzt sind, weil ja jetzt die Feierei gleich losgeht. Ja, aber deswegen muss ich auch jetzt noch ein bisschen was anderes machen mit euch und gucken, dass ich nichts vergesse dabei. Ich habe nämlich zum Beispiel, ja, Technik, sorry, ich habe eben den Zauberstab vergessen, ja, ist mir extra mitgegeben, so ein super cooles Gadgetto, grünen Knopfding zum Video starten, ja, habe ich voll verpeilt, ja, total bescheuert. Aber was ich zum Beispiel jetzt nicht vergessen möchte, ist der Dank an die alte Münze hier, die hier gut mit uns zusammengearbeitet haben, die dazu beigetragen hat, dass wir hier ein schönes Event haben. Also Team alte Münze, wer auch immer hier gerade zuhört, da, danke. Wir haben jetzt einen Haufen zu tun, ja. Das ist jetzt nach der Konferenz erstmal, fühlt sich erstmal so an, man hat geschafft, ja, nach irgendwie tierisch langer Vorbereitungszeit und teilweise auch stressigen Phasen und mit den Anhörungen da mitten rein und so weiter und so fort. Ich war voll am Rotieren jedenfalls und die ganzen Kollegen auch alle. Und jetzt geht das aber weiter. Wir werden jetzt nächste Woche dann, nach einem halben Montag Urlaubzeit vielleicht mal Überstundenabbau oder was, dann geht das gleich wieder los mit den ganzen Ergebnissen zusammenkratzen und Meinungsbilder und wichtige Hinweise, Feedback von der Seite und so weiter. Wir hatten zwischendurch mal überlegt, ob wir noch ein bisschen weitermachen mit der Umfragerei, zum Beispiel auf YouTube, wo man auch mit den IDs der Konten Manipulationen an der Abstimmung verhindern kann. Da hätten wir schön in Ruhe nach und nach die Session released hier und dann sofort die Umfrage nochmal live geschaltet dazu auf YouTube. Das können wir jetzt nicht machen, weil wir mittendrin sind in den Anhörungen. Ein paar haben ja schon stattgefunden und jetzt die nächsten drei stehen dann übernächste Woche schon wieder an. Das heißt, so schnell wie möglich werden wir jetzt anfangen, all euer Feedback einzuholen, sozusagen die Eckpunkte zu aktualisieren. Und selbst wenn wir noch nicht das fertige PDF am Start haben, wenn ich zur nächsten Anhörung gehe, werde ich die Ergebnisse zumindest weitgehend gesichtet haben, jedenfalls zu der ersten Session, um die es dann da geht. Da werden wir natürlich vorrangig dann auch mit anfangen, damit wir das alles haben, damit ich da dann auch entsprechend eure Meinung vertreten kann. Aber ich mache das eben nicht alleine. Ja, ich bin zwar derjenige, der dann dahin latscht irgendwie zu diesen Anhörungen, aber ohne mein Team wäre das überhaupt nicht denkbar, das Ganze. Ja, da wäre ich völlig überfordert sozusagen. Und insbesondere auch, was meine Kollegin Maria angeht, ja, die da am allermeisten bei den ganzen Sachen jetzt hier, auch was die Sessions angeht und so weiter, mitgeholfen hat. Komm mal hier rauf, Maria. Einmal Applaus für Maria, bitte. Und auch die anderen Kollegen im DAV-Team, die einerseits mit mir stundenlang und Stunden und Tage lang diese Eckpunkte diskutiert haben, bevor wir die mit euch diskutiert haben, bis das überhaupt dahin gekommen ist. Und natürlich die ganze Orga-Nummer, bitte mal alle aus dem DHV-Team, die hier im Raum sind, ja, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt überhaupt hier anwesend sind, wie viele noch irgendwo arbeiten, hier hoch, inklusive Stefan, falls der hier sein sollte. Das ist der DHV, nicht ich bin der DHV, das ist der DHV und zwar auch nur die Kerntruppe im Berliner Büro. Da draußen ist noch jede Menge mehr DHV, viele von euch sind auch DHV, vielleicht auch die meisten, weiß gar nicht genau, ist auch nicht so wichtig, aber nochmal hingewiesen auf die Ortsgruppen, die auch den DHV ausmachen. Und ich war jetzt hier für die Konferenz nur zuständig für Inhalte. Mit viel Hilfe aus dem Kollegium, aber nicht
für Organisationen. Zum Glück haben wir mittlerweile einen weiteren Geschäftsführer bei uns, sodass ich halt Inhalte machen kann. Chris ist Mr. Orga, der normalerweise nie aufschlägt irgendwie, der nie öffentlich sichtbar ist, aber ohne den wir total im Chaos versinken würden und der dafür verantwortlich ist, dass hier funktioniert hat, was hier funktioniert hat. Ein Applaus extra für Chris. Ja, das meiste hat Georg ja schon vorweggenommen. Als Geschäftsführer ist man immer nur so gut wie das Team. Und ich kann wirklich sagen, die letzten Monate im Allgemeinen, aber vor allem auch was die Canoco anging, hat das Team es mir wirklich leicht gemacht. Eigentlich musste ich fast gar nicht mehr viel tun. Ich will jetzt ganz kurz das Team vorstellen. Wir halten es kurz, aber ihr gebt bitte nochmal alles gleich. Als Ersten will ich auf jeden Fall Stefan nochmal erwähnen, der uns ehrenamtlich die letzten 3 Monate hier unterstützt hat, hat Partnermanagement gemacht, hat Volunteermanagement gemacht, in der Orga unterstützt, noch Kommunikation gemacht, total wichtige Person, toller Einsatz, Stefan, vielen, vielen Dank. Maria wurde eben schon erwähnt von Georg, war fürs Programm zuständig, hatte ja auch selbst am Programm mitgearbeitet. Trotzdem nochmal vielen, vielen Dank auch dafür. Ganz wichtig, Martin zu meiner Linken, der hier die ganze Videoproduktion, die ganze Dokumentation gemacht hat. Danke auch an die vielen Helferinnen von Martin, die ehrenamtlich auch geholfen haben, das Team unterstützt hatten, damit wir das alles gut dokumentieren können und die Ergebnisse uns wirklich nichts verloren geht. Ganz tolle Sache, hat auch super geklappt. Dann danke an Leo und Konstantin, unser Social Media Team. Leo und Konstantin, die machen das, was sie machen. Social Media heute ja wichtiger als alles andere in der Kommunikation. Vielen, vielen Dank dafür. Simon, weiter von rechts von euch aus gesehen, unser Pressereferent und Redaktion, der die ganzen Texte auf der Webseite geschrieben hat und ansonsten die Pressekontakte macht. Und Flo, der natürlich am Programm auch mitgearbeitet hat und mit seiner ganzen Erfahrung, die er hat, unsere Schnittstelle zu den Ortsgruppen natürlich auch in Bezug auf Canoco, aber mit seiner ganzen Erfahrung, die er schon hat, uns organisatorisch als auch inhaltlich unterstützt hat. Vielen, vielen Dank. So, wo ist denn Daniel? Marco, genau. Ich habe gerade entdeckt, hier fehlt jemand. Irgendjemand drückt sich. Okay. Ja, Marco, vielen, vielen Dank an Marco. Den kennt ihr vielleicht schon. Der macht auch unsere Mitgliedsverwaltung vom Handverband. Das heißt, viele, viele haben mit ihm Kontakt. Der macht Mitgliedsverband und Job und war hier vom Counter zuständig. Und ansonsten hat er geholfen, wo es was zu helfen war. Tausend Dank an alle. Und auch wenn Daniel offensichtlich streikt und nicht auf die Bühne geht, auch er sei erwähnt. Daniel ist unser IT- und Webmensch, der sozusagen sich um die ganze Technik hier gekümmert hat. Und das war viel auf dieser Konferenz. Eigentlich hätte man ihn klonen müssen. Dann hätte er vielleicht das geschafft, was eigentlich gemacht hätte werden müssen. Von daher auch an Daniel. Vielen, vielen Dank. Ja, dann bin ich da durch. Hm? 4 Uhr, genau. Da sind wir tatsächlich jetzt beim Ende bald. Also ihr seht, da gibt es auch Menschen im Hintergrund, die da dran denken, an Dinge, an die ich nicht denke, die meine Reste zusammenkratzen, aber egal, bla bla. Ich höre auf zu schwafeln, das wird immer schlimmer hier. Ich bin auch durch. 4 Uhr ist tatsächlich das letzte Stichwort, was wir brauchen. 4 Uhr ist nämlich heute Ende hier. Bis dahin können wir feiern und dafür sorgen, dass wir morgen nicht mehr frisch hier aufschlagen, sondern unfrisch und uns trotzdem nur anhören, was in den anderen Sessions passiert ist, die wir selber verpasst haben. Aber da müsst ihr nicht ganz so fit sein wie heute. Von daher könnt ihr das krachen lassen diese Nacht. Von daher, morgen sehen wir uns wieder, hören uns noch ein bisschen was an. Ein bisschen Feedback zur Konferenz können dann auch nochmal loswerden. Aber für heute ist hier im Programm Schluss und es geht unten mit der Party weiter.